Herzlich willkommen zu einer weiteren Unterrichtseinheit im mediengestützten Unterricht von Karriere und Morgen. Wir haben uns ja schon relativ viel und ausführlich über verschiedene Führungsstile und auch den situativen Führungsstil im Besonderen unterhalten. Heute wollen wir uns einmal die Führungsmittel genauer ansehen. Das heißt, welche Hilfsmittel stehen uns zur Verfügung, um unsere Mitarbeiter im Tagesablauf, im Tagesgeschäft zu steuern und zu führen. Wir unterscheiden hier vier Führungsmittel. Einmal die Anerkennung, Lob, Hinweis und Kritik. Die Anerkennung ist die stärkste und positivste Form der Würdigung der Mitarbeiterleistung. Soll also herausragende Leistungen eines Mitarbeiters oder des ganzen Teams entsprechend würdigen und wertschätzen. Lob. Lob soll die tägliche Bestätigung der positiven Leistungen eines Mitarbeiters sein, um diese entsprechend zu würdigen und zu wertschätzen. Hinweis. Hinweis ist der einfache Hinweis im Tagesgeschäft auf unerwünschtes Verhalten, auf kleine Dinge, die geändert werden sollen oder eben auch auf unerledigte Arbeiten. Kritik ist die stärkste Form der negativen Würdigung des Mitarbeitersverhaltens. Wichtig, Lob und auch Kritik haben wir hier mal mit einem Sternchen gekennzeichnet und empfehlen wir, nur unter vier Augen entsprechend auszusprechen. Lassen Sie uns die Anerkennung einmal gemeinsam im Detail ansehen. Anerkennung soll überdurchschnittliche Mitarbeiterleistungen wertschätzen und würdigen und die sollen herausragender Natur gewesen sein. Das heißt, die Anerkennung erfolgt nicht täglich, sondern wirklich nur bei herausragenden Leistungen und kann im Zweifelsfall auch mal einem ganzen Team ausgesprochen werden. Dann auch gerne vor der gesamten Belegschaft oder eben der Auszubildende schließt seine Abschlussprüfung perfekt ab und Sie würdigen das mit einer zusätzlichen Prämie vielleicht auch oder Sie küren den Mitarbeiter des Monats im Verkauf. Das wäre die Form der Anerkennung. Lassen Sie uns nun zur zweiten positiven Wertschätzung des Mitarbeiters kommen, dem Lob. Lob ist eigentlich was für den Alltag, fürs Tagesgeschäft. Sie sollten im Idealfall jeden Mitarbeiter einmal täglich loben. Jetzt mag das auf den ersten Blick für Sie völlig übertrieben und zu viel klingen. Jeder sagt sich, ja, ich würde auch gern mal gelobt werden. Die wenigsten können sich daran erinnern, wann sie das letzte Mal gelobt wurden. Aber wer soll nicht anfangen, wenn nicht Sie? Also fangen Sie an und loben Sie ab morgen Ihre Mitarbeiter. Denn Lob bewirkt viel Positives. Denn nur durch Lob können wir unsere Mitarbeiter in die richtige Richtung entwickeln. Und jetzt können Sie vielleicht sagen, ja, aber wenn ich die jeden Tag lobe, dann nutzt sich das irgendwie ab. Das kommt darauf an, wie Sie loben. Sie sollen nicht das Ergebnis, sondern die Leistungssteigerung loben. Lassen Sie uns folgendes Beispiel machen. Es war noch in meiner Schulzeit, ich habe eine kleine Schwester, die sprachlich immer recht begabt war, das heißt gute Englischnoten hatte, in Mathe dafür ihre Schwierigkeiten und bei mir war es genau andersrum. Englisch war nicht wirklich mein Fall, dafür ging es in Mathe ganz vernünftig. Jetzt haben wir regelmäßig Wertschätzung unserer Eltern bekommen, wenn es eben mit den Ergebnissen aus der Schule nach Hause ging. Und da war es schon so, dass meine Schwester für eine 3 in Mathe durchaus gelobt wurde, während eine 3 in Mathe für mich keinerlei Würdigung bedeutete. Das empfand ich damals auch nicht wirklich als fair, aber es war genau richtig so, wie es war. Nämlich nicht das Endergebnis soll gelobt werden, das heißt die 3, sondern immer die Tatsache, hat sich jemand angestrengt oder nicht. Das heißt, hat er eine Leistung erbracht, um dieses Ergebnis zu erzielen oder war das unterhalb seiner Möglichkeiten. Deshalb wichtig, loben Sie mir immer die Leistungssteigerung und nicht ein Endergebnis. Beziehungsweise loben Sie auch nicht inflationär im Sinne von, Sie sind ein guter oder toller Mitarbeiter. Damit würden wir entsprechend wenig bewegen. Wenn wir uns unseren Betrieb angucken, dann haben wir doch mit Sicherheit eine ganze Bandbreite von Mitarbeitern. Ja, die auf der einen Seite, die weniger leisten wie die anderen, die uns unter Umständen jeden Tag ein kleines Problem, eine neue Herausforderung bescheren. Und auf der anderen Seite die wirklichen Top-Leistungsbringer, die jeden Tag Dinge tun, an die wir selbst nicht gedacht hätten und wirklich 200% Leistung bringen. Und dann gibt es noch eine große Mitte,
die wir im Tagesgeschäft einfach vergessen. Weil die machen einfach geräuschlos einen richtig guten Job. Das heißt, das fällt uns überhaupt nicht auf. Wenn wir uns jetzt die Verteilung angucken, dann haben Sie vermutlich hoffentlich auch ganz, ganz wenige dieser Niedrigleister und auch wahrscheinlich nur ganz, ganz wenige Topleister. In der Mitte befindet sich die Masse. Normalerweise können wir sagen, es legt sich so eine gaußsche Glockenkurve über Ihre Mitarbeiterverteilung. Jetzt wollen wir natürlich alle unsere Mitarbeiter, egal wo sie auf dieser Bandbreite stehen, so weit wie möglich in Richtung Top-Leister entwickeln. Und das schaffen wir am besten durch Loben. Das heißt, egal wo jemand heute steht, wir loben seine Leistungssteigerung und entwickeln den Mitarbeiter in Richtung positiv. Deswegen wertschätzen Sie mir bitte Ihre Mitarbeiter täglich. Kommen wir nun zum dritten Führungsmittel, dem Hinweis. Hinweis oder auch Ermahnung, das sind die Dinge, da sind wir eigentlich schon recht gut. Da geht es einfach darum, unerwünschtes Verhalten dem Mitarbeiter kurz aufzuzeigen, anzusprechen oder auch im Arbeitsalltag einfach Hinweise zu geben, im Sinne von, da hinten ist der Mülleimer noch voll, die Palette müsste noch abgepackt werden, kannst du den Auftrag für den Kunden XY noch erledigen. Ich denke, da brauchen wir so gar nicht groß weiter drauf eingehen, sondern das ist das, was wir in dem Regelfall ganz gut beherrschen. Kann auch eine gute Möglichkeit sein oder eine Vorstufe zur Kritik, je nachdem, wie sich dieses deutlich unerwünschte Verhalten entwickelt, beziehungsweise wenn ein Mitarbeiter unseren Hinweis mehrfach ignoriert. Vorstufe zur Kritik, dann sind wir auch schon beim letzten der vier Führungsmittel, der Kritik. Da wollen wir an dieser Stelle auch gar nicht groß und tiefer weiter darauf eingehen. Es ist die Würdigung eines sehr deutlich unerwünschten Verhaltens unseres Mitarbeiters und diesem Thema wollen wir eine eigene Lerneinheit widmen. Das heißt, im mediengestützten Unterricht werden Sie hierzu eine extra Lerneinheit finden, da dieses Thema, wie baue ich ein Kritikgespräch richtig auf, auch häufig prüfungsrelevant ist. Ansonsten bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen, wenn es heißt mediengestützter Unterricht bei Karriere und More. Bis dahin, viel Freude am Lernen.